Wenn wir bei euch eingeladen sind, dann erwarte ich ein ordentliches Essen. Wenn du zu viel isst, dann wirst du dick. Wenn das ein schöner Abend werden soll, dann sollten wir uns nicht streiten. Wenn schlechte Zeiten kommen, dann bin ich dankbar um seine Vorräte. Wenn wir uns hier versammeln, dann hat das doch bestimmt einen Grund. Wenn du denkst, dass ich Geburtstag habe, dann liegst du falsch. Wenn wir dir Blumen mitbringen, dann denken wir nicht automatisch, dass du Geburtstag hast. Oh Gott, wenn ich mich noch nicht dafür bedankt habe, dann möchte ich das nachholen. Wenn hier jemand Vegetarier ist, dann kann er heute nur die Beilage essen. Ein Prepper. Ein Prepper wie Irene hat immer ein EDC in seiner Tasche, ein Everyday Carry. Also das, was man immer bei sich haben soll. Darin befindet sich ein Erste-Hilfe-Set, eine Wasserflasche, ein Schweizer Taschenmesser. Getreu der Devise, 2 ist 1 und 1 ist keins. Noch ein zweites Messer, ein großes mit feststellbarer Klinge zum Einklappen. Dann eine große LED-Taschenlampe, ein etwas kleineres LED-Spotlight. Karabiner, Kabelbinder, ein Kugelschreiber, der in jeder Position schreibt. Eine Sicherheitsnadel, eine Schnur, ein Feuerzeug. Ein Energy-Drink, Müsli-Riegel, Taschentücher, Kaugummis, Medikamente, angefangen bei Aspirin. Dann ein Pfefferspray und eine Kleinkaliberwaffe mit einem extra Magazin. Dann so kleine Gimmicks wie Pillen, die in Wasser geworfen sich in Waschlappen verwandeln. Wo waren wir? Wenn ihr mal einen Stuhl gegen das Panoramafenster werfen wollt, alles Panzerglas. Das Schlafzimmer. Die Schleuse zum Desinfizieren. Medikamentenvorrat 1 für die Erwachsenen, Medikamentenvorrat 2 für die Kinder mit Kindersicherung. Ui. Große Fässer mit Trinkwasser unter dem Bett. OP-Tisch, OP-Besteck, Defibrillator. Defibrillator. Spritzen. Die medizinische Versorgung ist wichtig in so einer Situation. Wenn man sich verteidigt, dann kann es durchaus Verletzte geben. Das Musikzimmer. Oh. Mein Werkzeug. Meine Drehbank. Unsere Nähmaschine mit Fußantrieb. Und eine Magnum 9 mm, oh. Ein Mossberg 500, oh. Einen Taurus 44er Magnum, ein fieses Teil. Oh. Wann habe ich dir die denn geschenkt? Zu Weihnachten. Oh. Ja, und dann waren da noch so mehr Waffen und so ein Zeug, oder? Ja. Die Methangasanlage. Oh. Damit kannst du aus jeder Scheiße Energie gewinnen. Oh. Und Munition ja auch noch selbst gestopft, weil Munition wird zur Mangelware, sobald ausbrechen, ja? Oh. Ich sag immer, schenkt mir keinen Schmuck mehr, Schatz. Schenkt mir eine Waffe, das ist Überleben. Ich hatte das Gefühl, ich muss mir dafür einen würdigen Ort aussuchen. Ich bin in den Zuschauerraum rein. Der war leer und es war so ein dämmeriges Licht da, so abgedimmt in diesem Zuschauerraum. Und ich habe mich in die Mitte des Zuschauerraums gesetzt. Ich kam mir fast kitschig vor, dass ich da so einen besonderen Ort aussuche und habe da angerufen. Und da ging eine Bekannte von uns hin, die da gerade zu Besuch war, eine sehr, sehr liebe Frau in einem solchen Herz. Und die hat diese ans Telefon gekommen, völlig außer Atem und hat, du Wovo, ich glaube, jetzt ist gerade der Vater gestorben. Moment nochmal, ich schau nochmal. Und hat seinen Hörer weggelegt und kam kurz Zeit später zurück, ja, du, der ist jetzt, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, tot hat sie nicht gesagt, aber ja. Und da habe ich tatsächlich genau in diesem Moment, das war 16.40 Uhr oder 16.41 Uhr, das weiß ich nicht mehr genau, habe ich angerufen, wo sich von dannen gemacht hat. Und ich habe danach die zweite Vorstellung gespielt und dann bin ich raus aus dem Theater, es war schon dunkel. Und das war in so ein kleines Bergdorf, da stand so eine Kirche und ein paar Häuser, da hat es gerochen nach diesen Holzöfen, die sie da haben in den Bergen. Und ein paar Fenster waren beleuchtet und dann klarer Himmel, eiskalt, Sterne, ein riesen Vollmond. Ich habe irgendwie, also wenn es eine Inszenierung gewesen wäre, hätte ich gesagt, komm, viel zu fett, lass die Sterne weg oder den Vollmond wenigstens nur halb oder irgendwie. Das, Dann habe ich gedacht, wie ich drüber auf die Fahrerseite und die da ausziehe. Dann habe ich mich aber an die Geschichte erinnert von einem entfernten Bekannten, der tödlich verunglückt ist bei so einer Autobahnpanne. Der ist zu nah an diese Laster gekommen und ist dann von dem Wind, den die
Die erzeugen dann so einen Sog und er ist dann runtergezogen worden und überfahren worden. Und zum Glück habe ich mich in dem Moment an die Geschichte erinnert, weil sonst hätte ich wahrscheinlich noch den Blödsinn gemacht und das probiert. Ich habe an einen Besenstiel gedacht, der wäre jetzt toll gewesen, um das Ding so rauszukriegen. Natürlich hatte ich keinen Besen im Auto, um so einen kleinen, um den Schnee wegzumachen. Ich habe mich dann erinnert, dass meine Mutter in den Papieren immer so einen Handservice-Nummer hat. Dann habe sie gefunden und habe da angerufen. Es hat ziemlich lange gedauert, bis jemand abgehoben hat. Es war ein ganz schlecht gelaunter Mensch, der mich erstmal ausgeschimpft hat, dass ich noch nicht die Warnweste angezogen habe und das Warndreieck aufgestellt habe. Ich wusste überhaupt nicht, ich habe noch nie ein Warndreieck in diesem Auto gesehen. Und er hat dann gemeint, also ich sollte selber schauen, wie ich zurechtkomme. Wir wissen es uns leid, haben auch keine Lust, ihr Leben auf der Autobahn zu riskieren. Wenn wir den Biberanger gekauft haben, dann um nicht zu verhungern. Wenn wir Geheimnisse haben, dann plaudern wir sie nicht aus. Wenn wir euch alles beigebracht haben, dann müsst ihr im Ernstfall keine Angst haben. Wenn hier alles zusammenbricht, dann sind wir in 1,5 Stunden dort. Das Einzige, was einen bösen Mann mit einer Waffe stoppt, ist ein guter Mann mit einer Waffe. Wenn jemand kommt, den wir im Biberanger nicht haben wollen, dann erlauben wir euch, ihn zu erschießen. Wenn wir Geheimnisse haben, dann plaudern wir sie nicht aus. Wenn der Papa endlich mal mit euch gemeinsam auf Pappkameraden schießt, dann hat er auch wieder Zeit für euch. Wenn wir euch alles beigebracht haben, dann müsst ihr im Ernstfall keine Angst haben. Wenn wir euch alles beigebracht haben, dann müsst ihr im Ernstfall keine Angst haben. Das dauert jetzt bestimmt Stunden und der soll dann mal zum Schluss dazukommen. Das muss ja jetzt
Den hatten sie vorher nach Hause geschickt wieder und dann dachte ich mir, ach, das klappt schon, wenn der später kommt. Und kaum hatte ich mir das gedacht, glaube ich, habe ich sofort geschrieben, nee, der muss auf der Stelle her, ja. Also der muss sofort, der muss am besten sich hier beamen und meine Hand halten und hier überhaupt nicht verstanden, warum überhaupt weg ist. Und dann war diese Hebamme ganz nett und hat gleich versucht zu telefonieren und hat immer, als eine hat immer der andere die Telefonnummer weitergegeben. Während die eine sich noch um mich gekümmert hat, hat die andere telefoniert. Dann höre ich immer, wie die falsche Nummer durchgibt. Und immer sagt irgendwie, das ist jetzt komisch, aber da gibt es gar keinen Anschluss unter der Nummer. Und dann höre ich immer, dass die 888 sagt statt 48. Und ich dachte, das gibt's doch nicht, die müssen noch die richtige Nummer haben und schrei irgendwie so zwischen diesen ganzen hin und her geht, geworfen werden noch so, ach, 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 ach. Und siehe da, der ging ran und hat sich dann auch sofort auf den Weg gemacht. Und dann gab es in diesem Raum eine riesengroße Uhr. Also mir kam sie jedenfalls riesig vor. Und ich weiß, dass ich immer wieder auf diese Uhr gestarrt habe und gedacht habe, das gibt es doch nicht bisher. Es kann doch nicht sein, dass man aus dem Westend irgendwie bis in die Maistraße mehr als eine Stunde braucht. Das glaube ich nicht. Und warum das mal gedauert hat, war einfach, weil er mit dem Fahrrad losgefahren ist und mitten auf der Theresienwiese einen Platten hatte. Und dann irgendwie wie so ein, ich glaube auch wie so ein einsamer Held in diesem Schneesturm, sich dieser Maistraße nähen musste. Storing tons of food underground, turn my house into a bulletproof compound. We got shooting preppers, farming preppers, city preppers, country preppers. Wouldn't you like to be a prepper too? Well, I'm a prepper, he's a prepper, she's a prepper. Are you a prepper? You should better be a prepper too. Doomsday preppers, live. Kinder sind unsere Zukunft. Bitte kauft euch eine Gasmaske. Bitte lasst niemanden in euren Unterschlupf. Er könnte eine Gefahr für euch darstellen. Bitte denkt daran, kleineren Kindern im Ernstfall eine Erkennungskapsel umzuhängen. Ihr könnt diese Kapsel in den Apotheken kaufen. Bitte kauft wasserfeste Streichhölzer. Bitte kauft Kerzen. Und eine wirklich gute Taschenlampe, die ihr immer bei euch habt. Bitte kauft Öl. Öl ist ein nahrhaftes und haltbares Lebensmittel. Bitte kauft so viel, solange noch alles verfügbar ist. Bitte kauft Eis. Kauft im Internet. Bitte kauft den einschlägigen Spezialhandel. Bitte kauft zeitnah. Und bitte kauft zeitnah auf Kredit. Bitte kauft. Kauft auf Kredit. Bitte kauft Kirschbäume. Bitte kauft Marmelade. Bitte kauft einen warmen Schlafsack. Bitte kauft ein wirklich gutes Zelt. Bitte, kauft einen Bunker. Bitte, kauft Campingbesatz. Bitte, kauft Gasmasken. Kauft ein Zelt. Bitte, kauft ein wirklich gutes Zelt. Bitte, kauft ein wirklich gutes Bitte kauft Wasser, 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 W